So, da bin ich wieder bei Friday Night SmackDown und ich bin schon direkt beim ersten Match, wie ihr seht. Gilles Aufgabe hier vor Money in the Bank. Ich bin auf diesen Pay-Per-View sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf. Jedenfalls geht es jetzt schon mal los mit dem ersten Match hier. Gold, das gegen Antonio Cesaro. Ich sag da mal, Antonio gewinnt. Also Claudio Castagnoli. Tut das tatsächlich auch. Bin ich gut. Nächste Match ist ein Match natürlich zwischen Big Show und Booker T. Die Fehde geht ewig lange. Es steht noch kein Sieger fest, also sonst würde der Universe-Modus den ja nicht immer booken. Ich sag mal, Big Show gewinnt. Gewinnt er natürlich dann nicht, wenn ich das sage. Okay. Jedenfalls, jetzt kommt einmal zwischen den Road Warriors, Hawk und Animal gegen ein Teil der 3MB, Heath Slater und Drew McIntyre. Ich sag mal, Hawk und Animal gewinnen. Habe ich recht, gut. Jetzt kommt Match 4. Und da ist der Intercontinental Champion Rey Mysterio gegen Justin Gabriel. Mr. 609 wird. Oder schätze ich mal, gewinnt nach 1609. Also, sag ich mal, Rey Mysterio. Gut. Bin ich gut drauf. Und jetzt kommen wir zum Main Event, den ich nicht verändert habe. Und das ist ein Match zwischen Sheamus, den Champion, und Randy Orton. Ich werde das jetzt mal starten. Beziehungsweise ich bin heiß wie Frittenfett. Einzug. Ja, komm, machen wir ein. Eigentlich. Ja, doch. Eigentlich kann ich den Einzug auch ausmachen, weil ich den Einzug ja von beiden nicht zeigen darf. Also kann ich ihn auch ausmachen. So. Also starten wir das Match. Und ich darf euch verraten, ich werde einen der beiden spielen. Aha. Ich weiß noch nicht wen. Ich lasse den Zufall entscheiden. Und, dann mal schauen. So, seht ihr, ich habe da keine Gewalt drüber. Ich lasse in 3, 2, 1, los. Ja, Randy Orton, los geht's. Und ja, schöner DDT. In der Zeit, wo ich hier dann kämpfe, kann ich ja ein bisschen zu Monday Night Raw erzählen. Was gestern war. Habe ich die letzten Parts ja immer vergessen. Da ist oder sind die Riots aufgetaucht. Eine geile Idee, wie sie die wochenlang die Promo gezeigt haben, von denen, ey, geile Idee, und die springen erstmal daneben. Und ein geiler Auftritt auch, was da für Riesen waren. Das gehört jetzt so als Oberhaupt, würde ich sagen. Also, ja, komm. Das ist zu früh, ich gebe dir gleich zu früh. Ja. Auf jeden Fall sind die aufgetaucht, haben Kane attackiert. Ich gehe davon mal aus, dass die auch deren Vater der Zerstörung anfangen wollen. Aber ja. Auf jeden Fall das dazu. Wie gesagt, das Face-Off zwischen Mark Henry und John Cena ist ja auch ein bisschen in die Hose gelaufen. Oder in die Hose gelaufen, sagen wir, in die Hose gegangen natürlich. Mark Henry hat John Cena fertig gemacht, was ein großer Hinweis ist, dass John Cena den Titel auf jeden Fall verteidigt. Das wusste ich aber auch schon vorher, weil er den mindestens bis zum SummerSlam noch haben soll. Und da auf Daniel Bryan treffen soll, also wenn ich jetzt nicht spoiler, dass Daniel Bryan wahrscheinlich den Raw Money in the Bank gewinnen könnte. Mit Hilfe der Riott Family natürlich, weil die irgendwie, wenn man die sich anguckt, irgendwie ähnlich sehen. Wenn man ehrlich ist, vom Bart her meine ich. So ist mein Gedankenspiel. Ja, dann Vicky Guerrero gefeuert. Weiter geht's in der Fehde. Ich glaube, die wird, oder ist irgendwie der Vertrag ausgelaufen oder irgendwie sowas. Deswegen, oder ja, gekündigt, weil sie ja schon lang auf dem Kicker ist von WWE. Also von Triple H und so weiter, weil die sie nicht mögen. Was heißt, nicht mögen?
Ja. Kann man so ihn sein, wie man will. Ja. Und halt Red Mannox ist jetzt der neue. Neue GM. Bin ich mal gespannt, was er so bringt. Auf jeden Fall. Yes, der Backbreaker, schön. Jetzt komm. AKO. Oh, komm. Yes. AKO. Ums. Ums. Cover. Oder auch nicht. Warum nicht? Schön. Jetzt Cover. Und... ah, schade. Wie gesagt, was war denn noch? Steve Match. Nicht interessant. Erste Match zwischen Daniel Bryan und Sheamus war eigentlich ziemlich geil. Match zwischen CM Punk und Randy Orton auch, wie ich finde. Und jetzt ein Roller. One. Ah. Wie ich finde. Ihr könnt ja eure Meinung auch gerne schreiben. Das war noch eigentlich nicht mehr viel, was interessant war. Ich finde. Ja, ich muss mal gucken. Den Kopf natürlich. Reinhardt. Christian Musik. Keine Überraschung. Und jetzt nochmal ein Big Breaker. Und jetzt muss es aber gleich zu Ende sein. Ach, den AKO jetzt hier. AKO. Das war's. Cover. 1, 2, 3. So. Besiegt. Das ist natürlich, seht ihr, wie schnell es geht, wenn ich das mache. Ja, was noch? Mir fällt eigentlich nicht mehr ein, außer ich gehe nochmal alles durch. Aber ist nichts mehr Interessantes, wie ich finde. In den Druck. Nein, Sheamus ist sauer. Gibt ja nicht die Hand. Ja, selber schuld. Jetzt bin ich mal wirklich auf das Match bei Money in the Bank gespannt. Zwischen den beiden. Und ich sag mal, ich verabschiede mich denn jetzt hier. Wir sehen uns im ersten Match bei Money in the Bank wieder. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, so wie ich. Also, sage ich mal, bis demnächst. Haut rein und tschaußen.